Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Wenn Sie mit Ihren Fingern hier auf diese Stelle drücken oder auch auf diese, dann merken Sie dort Ihren Herzschlag. Hier zu beiden Seiten an unserem Hals verläuft nämlich die Halsschlagader, die unseren Kopf mit Blut versorgt. Und die kann immer enger und enger werden und das kann ernste Folgen haben, zum Beispiel einen Schlaganfall. Wie ernst diese Sache wirklich ist und wie man dies verhindern kann, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Peter Michels, er ist leitender Oberarzt der Neurologie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Michels. Freut mich, ja. Sagen Sie, so eine verengte Halsschlagader oder verdickte Gefäßwände sind das ja eigentlich, haben das viele Menschen in Deutschland oder kommt das eher selten vor? Das ist eine relativ häufige Erscheinung, ganz genau wissen wir es nicht, weil wir das ja nicht routinemäßig untersuchen, ist auch altersabhängig. Man kann so ungefähr sagen, dass vielleicht um die 10% aller über 65-Jährigen doch eine Verengung der Halsschlagader entwickeln. Ja, mehr Männer als Frauen, oder? Eher mehr Männer als Frauen, ja. Das ist ja erstaunlich. Ja, liegt vielleicht auch ein bisschen an den noch althergebrachten Risikofaktoren, dass früher Frauen nicht so viel geraucht haben wie die Männer. Ah. Ungesunderes Leben führen die Männer vielleicht auch, das weiß ich nicht genau. Ja. Ach so, und deshalb eben dann auch häufiger so eine Verengung auftreten kann. Da, womit wir nämlich dann schon bei meine Frage ist, was da eigentlich wirklich passiert. Wie kommt es dazu, dass so eine Aderwand immer dicker wird? Also da gibt es verschiedene Risikofaktoren. Es gibt das, was wir beeinflussen können. Das gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und es gibt Dinge, die wir natürlich nicht beeinflussen können. Habe ich am Anfang schon gesagt, wir werden alle älter und Arterienverkalkung ist letztlich auch ein Altersphänomen, also ältere Menschen neigen eher dazu, ja. Aber dazu kommen dann eben Risikofaktoren, ganz wichtig, der Bluthochdruck, ja, als der wichtigste Risikofaktor und dann das Rauchen, die, ja, erhöhten Blutfette und die Zuckerkrankheit sind so die wesentlichen, letztlich ja beeinflussbaren Risikofaktoren. Man hört ja auch, dass unter Umständen von außen Bakterien oder Viren Zahnfleischentzündungen zur Arteriosklerose führen können? Das ist eine lange schon diskutierte und immer wieder erwogene Hypothese, dass man sagt, kann nicht auch einfach Entzündung eine Rolle spielen? Man hat in diesen Verkalkungen auch Entzündungszellen und zum Teil auch Bakterien und Viren nachgewiesen. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, aber eben nicht alleine, sondern ganz wesentlich sind auch die schon erwähnten Risikofaktoren eben. Ja, genau. Also muss man nicht nur darauf achten, auf eine gesunde Lebensführung, sondern auch ansonsten sich möglichst gesund halten und, genau, auf sich achten, gute, ja, Hygiene haben. Mhm. Mich würde noch interessieren, wie ist dieser Vorgang? Also, dass etwas dicker wird, ist ja eine abstrakte Bemerkung. Also da passieren ja irgendwelche Ablagerungen wahrscheinlich. Wie ist da der Prozess in der Ader? Also ganz genau wissen wir es im Einzelnen nicht. Am einfachsten, wenn man eine mechanische Vorstellung verfolgt, kann man sich vielleicht so vorstellen, erhöhter Blutdruck führt immer wieder zu kleinen Mikrotraumen in der Gefäßwand. Das vernarbt und diese Narben werden langsam dicker und fester. Und dann gibt es eben diese Ablagerungen. Das ist für einen Hypertonus so eine mechanische Hypothese. Bei dieser, was Sie vorher angesprochen haben, bei diesen Bakterien- oder Virenhypothesen, da hat man eher die Vorstellung, dass über kleine Gefäße, die die Gefäßwand selber wiederum versorgen, dass die verstopfen durch so Bakterien- oder Virenkonglomerate und dann es da zu Ablagerungen kommt durch Mangelernährung der Gefäßwand sozusagen. Es gibt also verschiedene Überlegungen, die sicherlich zusammenspielen. Das ist sicherlich nicht so ganz einfach, nur eine Hypothese. Und wie kann es dann zu einem Schlaganfall kommen? Da gibt es auch wiederum zwei Dinge, die man beachten muss. Das eine ist, auch eine einfache, in Anführungsstrichen, Verkalkung kann einen Schlaganfall auslösen. Wenn die aufbricht, ist das wie eine Wunde im Gefäßsystem und da setzen sich Blutgerinnsel drauf, Blutplättchen. Wie bei einer Wunde, die man sonst an der Hand hat oder so, ist das zunächst mal ein weicheres Gerinnsel, dann kann davon was abreißen und wenn das abreißt, bleibt es im nächst kleineren Gefäß eben hängen und das wäre in dem Fall dann im Kopf. Dazu braucht man gar keine Einengung, da reichen eben Verkalkungen auch schon aus, da muss das Gefäß nicht enger sein. Bei der Einengung kommt dann noch dazu, dass es irgendwann mal so eng wird, dass auch weniger Blut durchfließt. Nun haben wir 4 Halsschlagadern und oft können 3 dann trotzdem die Versorgung des Gehirns ausreichend übernehmen. Aber es besteht natürlich immer die Gefahr, dass irgendwann dann tatsächlich beim niedrigeren Blutdruck
zu wenig Blut durchkommt und dadurch dann auch eine Hirnzelle unterversorgt wird. Das sind also die beiden Mechanismen, da sprechen wir dann fachmännisch einmal von Embolie, wenn sich so ein Gerinnsel loslöst, oder eben von einem Blutdruck, von einem hämodynamischen Problem, wenn zu wenig durch die Ader durchfließt. Und gibt es da Erkenntnisse, wie oft es durch so eine verengte Halsschlagader zu einem Schlaganfall kommt? Das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Also wenn wir das zufällig feststellen, wenn wir alle, sagen wir jetzt 65-Jährigen, untersuchen würden und würden einfach bei 10% dann so eine Einengung feststellen, dann ist die Rate derjenigen so ungefähr bei 2% pro Jahr. Das heißt, wenn ich bei Ihnen jetzt eine Halsschlagader-Einengung feststelle, dann müsste ich Ihnen sagen, Sie haben nie Symptome davon gehabt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 2% pro Jahr kann es aber zum Schlaganfall kommen. Das ist anders, wenn die Einengung mal Symptome gemacht hat, wenn sie sozusagen gezeigt hat, dass sie gefährlich ist, dann ist in der Frühphase nach diesen Symptomen die Rate an erneuten Schlaganfällen wesentlich höher. Dann haben wir plötzlich eine Gefahr von 20%. Ja, genau. Über diese Symptome sprechen wir gleich noch. Mhm. Aber ich möchte noch mal bei den 2% bleiben. Mhm. 2% klingt für den Laien so, brauchst du. Ist nicht viel. Ja, kannst du ignorieren. Ich weiß nicht, ob es unter Medizinern auch so gesehen wird. Wird unterschiedlich gesehen. Aber wenn man es jetzt mal Mediziner oder Laie einfach nur statistisch betrachtet, dann spielt natürlich das Lebensalter eine wesentliche Rolle. Wenn ich Ihnen mit 85 sage, Sie haben eine Wahrscheinlichkeit von 2% pro Jahr, dann sagen Sie, ich lebe vielleicht noch 5 Jahre, da wird die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so besonders groß, dass ich einen Schlaganfall kriege. Wenn ich das beim 50-Jährigen feststelle, der will ja noch 40 Jahre leben und das ist eben immer eine Wahrscheinlichkeit pro Jahr. Das heißt, der wird wahrscheinlich irgendwann im Laufe seines weiteren Lebens den Schlaganfall dann schon erleben. Mhm. Und da hängt dann wieder das Therapeutische dran, dass wir sagen, natürlich, je jünger die Patienten sind, wenn wir das feststellen, desto eher haben wir eine Tendenz, auch zu sagen, das sollte man behandeln. Mhm. Und es kann ja nun ernste Folgen tatsächlich haben. Mhm. Diese Symptome, von denen Sie da eben sprachen, welche sind das? Also woran kann ich merken, oh, da ist was, ich sollte doch mal zum Arzt gehen? Das sind im Wesentlichen Symptome der Durchblutungsstörung des Gehirns, also wie Schlaganfallsymptome. Was mit am häufigsten auftritt, hat zunächst mal mit dem Gehirn nicht zu tun, sondern mit dem Auge. Also wenn Sie plötzlich auf einem Auge nicht mehr sehen können und das nach ein paar Minuten wieder gut ist, dann gibt es dafür einen Fachbegriff, Amaurosis fugax, ist ein Hinweis darauf, dass ein Gerinnsel nicht ins Gehirn, sondern ins Auge gerutscht ist. Aber für uns ein Warnhinweis, weil das dieselbe Ader ist, die das Auge versorgt. Und dann gibt es die klassischen Schlaganfallsymptome, dass man sagt, plötzlich ein Arm funktioniert nicht richtig oder Arm und Bein sind plötzlich eingeschlafen oder das Gesicht ist schief oder eine Sprachstörung im Sinne von ich finde nicht die richtigen Worte. Wenn das vorübergehende Symptome sind, immer Hinweis darauf, da ist eine kurzfristige Durchblutungsstörung aufgetreten. Ja, aha, das heißt also, gerade weil es nach einem Tag vielleicht wieder verschwunden ist, ist es Ihnen so wichtig, dass man es trotzdem in Erinnerung behält. Das sind für mich die wichtigsten Patienten überhaupt. Wenn Sie ins Krankenhaus kommen und haben eine bleibende Halbseitenlähmung, dann kann ich Ihnen Krankengymnastik verordnen oder eine Reha organisieren. Ja. Dann ist aber die Lähmung erstmal da. Wenn Sie aber nur das Warnsymptom haben, dann habe ich die Chance zu untersuchen, woher ist es gekommen. Das ist ja nicht immer die Halsschlagader, aber dann habe ich eine Chance zu sagen, ja, woran liegt es und was können wir tun, damit Sie nicht einen Schlaganfall bekommen. Ja, das nennt man TIA, glaube ich. Ne? Transitorische ischämische Attacke. Genau. Ui, okay, also TIA muss man sich merken, wenn man damit zu tun hat. Angenommen, Sie hätten jetzt so einen Patienten, der solche Anzeichen gehabt hat und Sie haben ihn sonografiert. Ich nehme an, Sie machen das mit Genau, das machen wir mit Ultraschall. Wie können Sie ihm helfen? Die Frage ist dann immer noch, wie hochgradig ist die Einengung? Und es gibt im Wesentlichen immer drei Überlegungen bei der Behandlung. Die erste ist, kann ich das nur mit Tabletten behandeln? Also wenn der Durchfluss an die Menge normal ist, gibt es die Möglichkeit, eventuell mit einer stärkeren Hemmung der Gerinnung, also Blutverdünnung, das zu behandeln. Mhm. Wenn ich sage, die Einengung ist höhergradig, ist nicht nur eine Plaque oder eine ganz geringe Einengung, wenn sie höhergradig ist, dann kommen wir zu dem Entschluss, das zu beseitigen. Und fürs Beseitigen gibt es wiederum zwei Methoden. Man kann es entweder operieren, also
durch einen Schnitt von außen und dann die Ader eröffnen und die Verkalkung ausschälen, ganz vereinfacht gesagt. Oder die andere Methode ist, ähnlich wie beim Herzen, mit einem Katheter von der Leiste aus an diese Engstelle zu gehen und einen sogenannten Stent einzusetzen und den dann aufzudehnen, um das Gefäß wieder zu eröffnen. Für welchen Patienten kommt was in Frage? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also wir haben immer früher gedacht, es ist ganz viel schonender, wenn man nur so einen kleinen Pieks in der Leiste macht und gehen dann mit einem Katheter dahin. Wahrscheinlich auch wegen örtlicher Betäubung nur und keine Vollnarkose. Alle wissenschaftlichen Studien sagen uns, dass die Hauptkomplikation, die wir am meisten fürchten, nämlich dass wir durch den Eingriff selber einen Schlaganfall machen, dass das in etwa gleich häufig passiert bei der Operation wie beim Stent. Also es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, der Stent ist die Methode der Wahl, das klingt alles viel harmloser, sondern das Verfahren, was wir schon viel länger kennen, die Operation ist nach wie vor der Goldstandard, würden wir im Medizinerdeutsch dazu sagen. Es gibt aber durchaus viele Kliniken, die auch sehr viele Stents machen. Und wenn man da große Erfahrung hat, dann ist das wahrscheinlich ein gleichwertiges Verfahren. So steht es auch in den Leitlinien. Das Entscheidende ist, dass die Komplikationsrate sehr gering sein muss. Die Komplikationsrate an Schlaganfällen darf eben nicht mehr als 3% bei so einem Eingriff sein. Ja, das heißt also trotz Vollnarkose und trotz Aufschneiden und an die Ader gehen und auch die Ader ja aufschneiden, ist es unter Umständen besser, verträglich und warum? Oder vielleicht auch Erfolgversprechen für den Patienten? Gehen Sie davon aus? Also es gibt verschiedene Überlegungen, warum denn der Stent, der zunächst so schonend wirkt, gar nicht so überlegen gewesen ist in den Studien. Man muss sich vorstellen, wenn man eine Arteriosklerose hat, dann hat man die ja nicht nur hier an der Halsschlagader, sondern unter Umständen auch an der Hauptschlagader. Und wenn der Radiologe mit seinem Katheter da durch muss, dann kann es schon auf dem Weg passieren, dass da sich Gerinnsel loslösen oder eher so eine Verkalkung loslöst. Ja. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die in den Studien nicht wirklich überlegen waren. Mhm. Ist auch nicht schlechter, aber eben auch nicht überlegen. Jetzt hatten Sie ja gerade schon angesprochen, der Zustand der Halsschlagader sagt auch etwas aus über andere Gefäße im Körper, also darüber, wie stark Arteriosklerose schon fortgeschritten ist. Was heißt denn das Ganze für meine Rückfallquote? Also wenn ich jetzt so eine OP hinter mir habe, es war erfolgreich, muss ich damit rechnen, dass die wieder zugeht? Die Halsschlagader? Das ist selten. Also das gibt es sowohl bei der Operation durch Narbenbildung als auch beim Stent. Das ist bei der Operation sogar noch etwas seltener. Aber natürlich ist die Arteriosklerose an sich nicht beendet, indem wir ein kleines Stück repariert haben. Wenn wir das operieren oder einen Stent einsetzen, dann reparieren wir ein Stück von 3-4 Zentimeter Länge. Der Rest des Körpers leidet ja trotzdem weiter an der Arteriosklerose. Das heißt, man muss dann schon die Halsschlagadern, auch die anderen kontrollieren, vor allen Dingen aber auch die Herzkranzgefäße kontrollieren, weil wer hier eine Arteriosklerose hat, der hat sie eben häufig auch am Herzen, der hat sie häufig auch in den Beingefäßen. Stellt sich die Frage, wie man dem vorbeugen kann. Anfangs sagten Sie ja schon, es hat was zu tun mit Diabetes, es hat was zu tun mit Bluthochdruck. Hat es auch was zu tun mit Cholesterin? Für die Halsschlagadern ein bisschen weniger. Aber hat auch mit Cholesterin zu tun. Cholesterin ist wahrscheinlich der Hauptrisikofaktor für den Herzinfarkt. Aber wie gesagt, Arteriosklerose spielt sich eben nicht nur in einem Gefäßgebiet ab. Also insofern hat es damit sicherlich auch zu tun. Und für uns. Und Rauchen ist der, für einen Arzt natürlich, sagt sich so leicht, der am leichtesten zu behandelnde Risikofaktor. Das müssen Sie aufhören. Dann. Und das lohnt sich auch aufzuhören. Das lohnt sich aufzuhören, klar. Wenn man es aufhören kann, bevor so eine schwere Arteriosklerose einsetzt, dann hat man natürlich irgendwann wieder das Risiko eines Nichtrauchers. Wenn man schon diese schweren Gefäßveränderungen hat, klar, dann bilden die sich nicht wieder zurück, nur weil ich jetzt nicht mehr weiter rauche. Genau, das ist auch noch so eine Frage. Kann, wenn man so eine Karotisverengung, so eine Halsschlagaderverengung, wenn man die Diagnose bekommt, ist es möglich, durch Lebensstiländerung diese Verdickung wieder zurückzubilden? Also es gibt Untersuchungen, wonach, wenn man bestimmte Medikamente nimmt, die sogenannten Statine, dann hat man in wissenschaftlichen Untersuchungen festgestellt, dass die Gefäßwand im Verlauf wieder etwas dünner geworden ist. Aus der Praxis
sage ich so aus meiner täglichen Erfahrung, ich bin zufrieden, wenn es nicht fortschreitet. Also in den meisten Fällen würde ich Patienten nicht versprechen wollen, wenn sie sich jetzt völlig gesund ernähren und nicht mehr rauchen und Sport treiben, dann wird das wieder zurückgebildet, sondern die Veränderungen bleiben meistens. Aber wenn die konstant bleiben, ist immer schon viel gewonnen. Vielen Dank für dieses interessante Interview. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com oder auf YouTube oder auf Facebook. Werden Sie gesund.